Ja, hallo liebe Freunde, zurück bei Airport CEO, hier bei Mal gespielt. Ja, diesmal hier mit unserem Airport. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit da oben mal das Paketsystem angeschlossen. Hier auch schon die Zuleitung für das nächste Teil eingetragen. Da würde es sich wahrscheinlich lohnen, wenn wir das auch schon planen. Dass wir hier schon mal die Sachen hier unten reinbringen. Wozu habe ich eigentlich das Teil da unten noch? Das sollte eigentlich auch weg. Ja, ich würde glaube mal das andere Baggage-Belt hier noch reinziehen, dass wir das mal hier unten haben. Mal sicher bis hier hin. Da gehen wir mit dem auch hier lang. Zurückkommende darf hier auch hier lang. Würde ich mal behaupten. Das können wir hier eigentlich gerade runterziehen. Nee, ist eigentlich nicht wirklich gut, weil wir hier kreuzen. Habe ich jetzt nicht bedacht. Das heißt, wir müssten eigentlich hier wieder rein, da unten zurückkommen. Das heißt, wir werden das hier auch nochmal wegnehmen. Das heißt, wir gehen dann hier irgendwie unten durch. Gehen dann irgendwie da lang noch und hier rein. Damit wir hier ins Gebäude reinkommen. Gehen hier im Prinzip parallel zum anderen. Moment, ich muss ja da hinten hin. nee, ich brauche das gar nicht. Fällt mir gerade ein. Weil das muss ja ins bestehende System rein. Das heißt, wir müssten eh wieder irgendwie in die gleiche Leitung rein von dem Teil. Das heißt, wir müssten drüben in die Leitung reinkommen. Ja, das würde heißen, wir müssten hier irgendwie rüber. Ja, das hätte schon seine Richtigkeit. Ich würde mal sagen, wir gehen hier lang. Können wir hier eigentlich so lang gehen? Falsch rum. Ja, ich soll es noch richtig bauen eigentlich. So wäre es richtig. Jetzt ziehen wir dich mal bis hier hin. Ja, dazu müssen wir jetzt hier wissen, wo wir das Teil hinstellen. Primär. Wir das einfach mal ja, hier lang ziehen im Prinzip. So, ein bisschen darunter. Die Leitung müsste dann auch hier lang. Gehen wir hier. Schauen, wie weit wir hier weg waren. Das
738. Und der Wand weg. Ich sage, machen wir das hier drüben doch gleich. Dass wir hier mal die 37 nehmen. Wenn wir natürlich auch auf 40 gehen, weil wir hier ja eh nach oben müssen. Der jetzt muss ich hier auch kurz schauen. Das müsste etwa auf der Höhe sein. Dann der Eingang. Die Rückleitung dementsprechend. Hier. Ja, zwei auseinander, das wäre sogar korrekt. Ja, jetzt habe ich es genau wieder falsch rum. So wäre es richtig. Hey. So, jetzt haben wir es richtig rum. Das wäre hier. Mal schauen, wo wir hier hin müssen. Bei 28 kommen wir noch hoch. Das würde heißen, wir haben den Prinzip hier an der Stelle. Nee. Hier müssen wir eigentlich rauf mit der Leitung. Ja, er macht es trotzdem noch richtig. Dafür ist das wieder falsch gebaut. Wie so üblicherweise. So, aber es funktioniert schon mal. So, dann hier hochkommen. Gut. Ja, ich glaube, wir könnten hier die Stände, glaube ich, mal eröffnen. Die neuen Flüge. Bevor das macht, werde ich jetzt hier aber noch die, ja, die Security weiter ausbauen. Weil ich irgendwie befürchte, dass wir hier wahrscheinlich die Security doch noch benötigen werden. Das wäre jetzt einmal hier den Weg und diesen hier. Da muss ich den hier wegnehmen. Da brauchen wir natürlich noch 16 Security-Mitarbeiter neue dazu. Sonst haben wir hier nämlich wieder zu wenige. 5 haben wir mal schon. Wir schauen mal hier mal auf die. Ja, wir haben hier schon wieder einer, der ein bisschen verspätet ist. Die sind aber am Boarden. Da ist das Boarding im Gange. Da ist aber die Servicerunde noch nicht abgeschlossen, so wie es aussieht. Dem hier. Service Round in Progress. Wieso kommt der hier nicht? Da haben wir wieder irgendein Problem. Ja, liegt wieder daran, dass wir hier keine Straßenanbindung haben, wie die Ramp Agents. So,
Aber schon wieder komisch, dass die hier so rumstehen. Wir sehen den jetzt einfach mal weg. Weil der blockiert hier das Gate. Hier ist auch wieder, der ist jetzt abgefertigt. Gut, der hat den Pushback erhalten. Immerhin einer. Pushback. Das ist eben der, den ich jetzt manuell weggeschickt habe. Der steht aber immer noch da rum. Jetzt geht er. Gut. Sieht's bei dir aus? Du hast 4:35 Uhr, also der hat noch ein bisschen Zeit vor sich. Die haben schon wieder einer, der Delay ist. Ah, oh, das ist der, der jetzt gerade gelandet ist. Okay. Also mit ein bisschen Verspätung funktioniert das Ganze. Der Mitarbeiter haben wir eigentlich genug. Fahrzeuge fehlen im Prinzip keine. Schauen wir nochmals wegen der Security. Gut, jetzt haben wir 10 an der Zahl. Da fehlen noch 6 Leute. Ja, soweit funktioniert, so schlecht funktioniert das jetzt hier gar nicht. Die haben wir noch nicht verbunden. Die können wir jetzt noch verbinden, sonst vergesse ich die wieder. Wie ich die nämlich hier drüben schon vergessen habe. Bin ich dann wundere, warum das Ganze nicht funktioniert. In der Zeit. Den Airport-Staffs müssen wir natürlich dann auch wieder dementsprechend genügend einstellen. So, jetzt hoffe ich, ich habe alle. Mal einen vergessen. Nee, ich glaube es nicht. Nee, sind alle. Ja, die Warteschlangen können wir hier gleich auch noch machen, wenn wir schon dabei sind. Könnte die natürlich jetzt auch im Off-Modus machen. Weil das ist wahrscheinlich für euch zum Zuschauen nicht sehr interessant. Interessanter wird es erst, wenn wir die dann öffnen. Und das Ganze auch richtig funktioniert. Ich werde hier die mal alle schließen. Weil ich möchte noch nicht, dass hier dann schon Leute rangehen. Sondern es reicht mal, wenn die geöffnet sind. So, dann glaube ich wieder in der Zwischenzeit wieder mehr Securities haben. Es fehlen noch 2. Derzeit machen wir mal hier noch weiter. So rum müssten die sein. Ich werde jetzt die mal deaktiviert lassen, weil ja, sonst gehen hier überall auch die Airport-Stuffs hin.
Das möchte ich jetzt eigentlich irgendwie noch ein bisschen verhindern, indem wir die einfach mal deaktiviert lassen. Weil da brauchen wir eigentlich immer pro Teil zwei Airport Staffs. Ja, die muss ich als erst auch mal einstellen. Denn ohne dass wir die eingestellt haben, werden die sich natürlich hier von einem anderen Ort her hierher bewegen und fehlen dementsprechend wieder irgendwo anders. Das möchte ich wenn möglich vermeiden. Weil das könnte unter Umständen sein, dass wir dann riesen Wartezeiten beim Flugabfertigung hier einfangen. Ich sehe hier, sieht es eigentlich schon mal relativ gut aus. Bis auf hier. Hier fehlt noch eine Person in der Security-Zone. Ansonsten sind die eigentlich relativ schon fix drin. Und mal höchstens mal schauen, wo der rumgeistert. Ja, der sitzt doch ziemlich gemütlich hier unten rum. Sehr toll. Während die anderen wahrscheinlich dort oben sind. Naja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Gut, noch die letzten zwei Security-Leute. Ja, wir nehmen hier gleich mal alle. Dann Airport-Staffs, wir brauchen hier mal 8 Leute. Also 4 haben wir schon mal, 6. Wir haben noch 2. Welche wir hier noch brauchen. Dann werden wir jede Menge natürlich hier noch brauchen. Plus die Ramp Agent. Hier müssen wir nämlich auch noch 4 Stück haben von denen. Hier mal den machen wir gleich mal dicht. Den hier ebenfalls. Nicht, dass uns die Security hier noch rangeht im Moment. Ich glaube, die hier unten. Die habe ich auch noch nicht verbunden. Müssen wir noch machen. Damit wir dann dieses Teil eröffnen können. Dann würde ich sagen, wir öffnen da dann jeden Stand mal einzeln. Und die sollen alle angeschlossen sein. Ja, sie werden erkannt. Gut. Die anderen zwei Airport Stuffs, genau. Dann haben wir hier noch die Ramp Agent. Da brauchen wir mal 4. Ich nehme jetzt gleich alle 5. Janetta können dann auch noch vielleicht mal die 5 nehmen. Sicherheits-Servicetechniker nehmen wir auch gleich genügend. Haben wir jetzt nur einen. Security. Da holen wir doch nochmal 2 rein. Gut, da brauchen wir glaube ich pro Stand auch 2. Richtig. Eine Security-Schalter ist hier immer noch nicht gebaut. Außerdem fehlt da noch der entsprechende Boden. War das der? Nee, das war Eller. dann war es wohl der, den wir da haben. Gut.
können wir hier eigentlich schon mal die Warteschlange noch machen für den Security. Die Warteschlange wird hier leider etwas kürzer. Wir werden hier gleich den Security schon mal bauen. Damit ich noch einer, der zu kurz geraten ist. Eine Warteschlange hier. Ja, komm, baut diesen mal fertig. Ich würde den gerne noch schließen, wenn es geht. Gut, dann machen wir den nämlich auch schon. Die Warteschlange noch kurz machen hier. Wenn uns trifft. Wieso ist der jetzt schon wieder so kurz da vorne? Doch, ich hätte den hier bis hier hingebaut. Ja, nimmt er irgendwie nicht an. Jetzt geht's. Aber man muss den anscheinend mehr verlängern als nur einen. Ich würde sagen, wir machen für diese Folge Schluss und werden ja, schauen, wie das dann, sobald wir hier den Stander öffnen, da oben sich auswirkt auf das Ganze. Bis dahin hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ja, und hoffe, ihr seid natürlich am Mittwoch wieder mit am Start. Nee, nicht Mittwoch. Freitags kommt die Folge raus. Jetzt habe ich ein totales Durcheinander. Nee, Mittwoch kommt diese Folge raus. Bis dahin hoffe ich, ihr seid dann auch wieder dabei. Ja, in dem Sinn, habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und ja, hoffentlich bis bald. Tschüss!